Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Tuffit Gamer. Das ist mein erstes Video, genauer gesagt. Und heute werden wir mal im Train Simulator 2022 fahren. Ich hoffe, das Ganze geht performancemäßig, weil ich habe jetzt keine Grafikkarte, sondern nur einen Laptop mit integrierter Grafikeinheit. Das sollte aber kein Problem sein. Die Schwierigkeitsgrad her lieber nehme ich hier Bludenz, St. Anton, da noch dazu etwas kürzer. Und wir fahren mit dem Steuerwagen. Gut, dann starten wir mal, würde ich sagen. Ich hoffe, man hört den Mikrofonton. Ich werde dann eh noch mit, ja, vielleicht Outer City den Ton oder so normalisieren, dass die Lautstärke vom Mikrofon angepasst wird. Ich spiele natürlich mit Kopfhörern, dementsprechend wird der Train-Simulator-Ton natürlich nicht vom Mikrofon aufgenommen. Ich werde auch eine Rauschunterdrückung durchführen, damit natürlich die Qualität besser ist. Also sonst rauscht es. Vom Mikrofon meine ich jetzt. Aber natürlich ist es mein erstes Video. Ich habe nur kurz vorhin einen kleinen Tontest gemacht. So, vielleicht hört man es jetzt etwas besser. Und ich hoffe, dass jetzt durch das Aufnehmen die Performance nicht wirklich schlechter wird. Habe jetzt auch schon eine Zeit lang nicht mehr Train Simulator gespielt. Notfalls lade ich das Video jetzt einfach nicht hoch. Ich habe jetzt ja auch noch einen Laptop mit einem 8-Kern CPU integrierter Grafikeinheit. Schauen wir mal. So. Die Kamera leitet uns jetzt daher zum Steuerbar. ÖBB, hallo, bereite alles für die Abfahrt vor. Planabfahrt ist um 16 Uhr, also schon in 5 Minuten. Jetzt setzen wir uns schon mal rein. Gehen die Rollos rauf und schalten die Kabinenbeleuchtung ein. Dann drehen wir es mal um mit der Pfeiltasten. So, das ist die Batterie zum Starten. Da warten wir, bis jetzt die zweite Meldung kommt. Ich hoffe, da kommt noch was. Ja, jetzt ist die Batterie bei der Lok auch eingeschaltet. Hoppala. Jetzt ist es auch schon ein wenig. So. Und dann. Da war mal ein Richtungswender, so nennt man das. Quasi so ein Ganghebel. Einmal nach vorne schalten. Warten wir kurz. Und noch einmal nach vorne. So, dann gehen wir mal schnell in den Touchscreen hier zum DDI. Wählen hier mal die Lichtkonstellation aus, dass wir vorne weiß und hinten rot haben. Und wir sind hier in Bludenz, das ist in Österreich. Da haben wir so das ÖBB-Netz, das ist schon ausgewählt. Wäre jetzt, wenn man das Netz ändert, dass das übernommen wird. Dann gehen wir den Stromabnehmer nach oben. Ich hoffe, jetzt ist der richtige Stromabnehmer ausgewählt. Schauen wir mal. Schaut jetzt nichts aus. Wo kann ich denn auswählen? Ich weiß auch nicht, ob ich ihn auswählen muss, ist die Frage. Da auf jeden Fall nicht. Vielleicht da wo. Uhr. Schau mal, oder da. Ne. Ich glaube, das passt einfach so. Ist ja egal. Wir haben Strom hier nach oben. Warten, bis wir jetzt hier ein Netz haben. Setzen jetzt schon mal den Hauptschalter an. Jetzt haben wir also das Netz vom von der Oberleitung. Ja. Suchbeeinflussung. Gleich mal mit Ende quittiert. Sehr regelkonform, dass wir nicht die 45 km/h Grenze haben, wenn Bahnhof beim Rausfahren. So, Handbremse ist auch aktiviert. Ich habe einen Scheibenwischer, ich glaube mit V.
Was ich jetzt hier noch sehe, die Türen sind geschlossen. Öffnen wir natürlich gleich einmal. Na, falscher Taste. Da. Hier finde ich das Öffnen. Drücken mal T. Die gehen nicht auf. Interessant. So, verkündigt Zug. Wir lösen schon mal die Federspeicherbremse, sowas wie die Hartbremse. Hier lösen wir es auch. Ist jetzt gelöst. Ja. Aber hier die Türen nicht. Ich schätze mal, dass das damit zusammenhängt, dass sie eigentlich gar nicht mehr geöffnet werden sollen. Hier schaue ich irgendwo Fernrichtung. Das ist Sand. Das ist Spitzdicht. Aufblenden. Schauen wir mal. Das ist eine Art Fernlicht. Das ist ein Unterschied. Das ist so leicht. Das ist stärker. Ich glaube, der leuchtet oben noch irgendwie. So, jetzt verriegeln wir die Türen. So werden sie verriegelt. Sie waren jetzt aber gar nicht offen. So. Es ist 16 Uhr. Wir lösen die Bremsen und hoffen mal, dass das dann funktioniert beim Losfahren. Schauen wir mal. Ja. Schaut gut aus. Willkommen im ÖBB Railjet. Unser Team im Restaurant erwartet Sie mit köstlichen Erfrischungen und betreut Sie gerne auch am Platz. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise mit den ÖBB. Welcome on board of ÖBB Railjet. Our team in the restaurant is awaiting you with delicious refreshments and is also happy to serve you at your seat. We wish you a pleasant journey with ÖBB. So, was haben wir vorne für Signal? Schaut nach 60 aus. Kannst du mir nicht sagen. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall nicht 40, ist etwa 60 oder 80. 60, haben wir es fast gedacht. Zwei grüne Lichter. So. Ich habe jetzt hier die AFB aktiviert. Das ist so eine Art Tempomat für die, die sich hier nichts auskennen. Ja, das ist der Fahrschalter. Wenn er in der verriegelten Position ist, so in den Anfang, muss er den halt auch so entriegeln. Jetzt hat man hier kurz die Ziffer gehört, muss er alle 30 Sekunden betätigen. Quasi man weiß, dass man da ist und lebt. Das ist der Roadrunner, wenn der ganze Zug vorbei ist, bekommt man ein akustisches Signal und weiß, der Zug geht auf 70 fahren. Da war gerade das Schild. Da wird es jetzt eh auch angezeigt, in echt wird es halt auch so gemacht. In echt ist es auch so bei der Ziffer, der Fußpedal, das wird permanent gedrückt. Und wenn das Ziffer-Signal kommt, zuerst nur optisch, später dann noch akustisch, muss man dann vom lösen, also den Fuß weggeben und dann wieder raufgehen. So, jetzt darf ich schneller fahren um 10 km/h. Muss ja eh aber ein bisschen mit der Leistung runtergehen. Ja, doch ein bisschen hochgehen, sonst verliere ich in Geschwindigkeit. Weil es geht jetzt steil bergauf, den Arlberg rauf.
Arlberg, in Vorarlberg ist der. Sagt eigentlich schon der Name. Ich glaube, mir fehlen hier. Achso, ne, die werden jetzt angezeigt, die Stromabnehmer. Die Performance ist sehr schlecht. Bin mir nicht sicher, ob er gerade hier ein bisschen die Reifen rutschen. Oder ob sie einfach so steil bergauf geht. Ich kann es nicht sagen. Wenn man das Blau so anschaut, die Leistung hier, glaube ich nicht, dass die Reifen rutschen. Ich glaube, es ist einfach nur so steil bergauf gegangen. Übrigens, die Lok ist hinten. Wir sitzen im Steuerwagen. Ich war gerade 70 km/h und es ruckelt gerade wie wild. Das merke ich schon. Es ruckelt gerade extrem. Es kann an der Map liegen, auch an den Grafikeinstellungen. Ich glaube, das muss ich nochmal ein bisschen überarbeiten. So. Statt dass die Leistung auf ein Dreiviertel hoch, also auf 75%. Auf drei Viertel, so. Jetzt wieder ein bisschen runter. Und habe gerade den Sand betätigt. Das wäre, falls die Reifen rutschen, wenn man Sand braucht. Reifen, dann rutscht immer so viel, aber ich kann natürlich nicht permanent aktivieren, weil. Warte mal, wie betätigen hier eigentlich die Hupe? Mit Q. Das ist fein. So, da vorne kommt ein Vorsignal. Das ist grün. Das ist gut. Dürfen jetzt streckenbedingt aber sowieso nur 70 fahren. Autofahren ist der Tempomat schön und hier auch. Es gibt übrigens auch die sogenannten PZB und die LZB und auch Zugsicherungssysteme. Die LZB wird jetzt nicht ins Spiel kommen, das ist dann, wenn man schneller fährt. Weil die PZB sind immer Signale, wenn die etwas anderes als Fahrt dann zeigen, dass zum Beispiel Geschwindigkeit weniger wird, muss man das beim Signal überfahren, zumindest beim Vorsignal betätigen und dann auch bestimmte Geschwindigkeit reduzieren. Wenn die Geschwindigkeit zu wenig reduziert wird, auch schon einen bestimmten Weg vom Signal, gibt es glaube ich keine Notbremsung. Ist auch so natürlich vom Rotsignal, wenn wir drüber fahren und so weiter, gibt es da auch Notbremsungen. Oder wenn man das Signal nicht quittiert, wenn es nicht Fahrt anzeigt. Es ist dann so dass quasi, dass man das Signal auch nicht übersieht. So, ich gehe mal runter, das geht sowieso bergauf. Oh, es geht bergauf. Es schaut jetzt so aus, wie wenn es bergab geht. Aber anscheinend laut Strecke und Map, also laut Train Simulator geht es bergauf. Das kann ich mir exakt nicht so wirklich vorstellen. Weil es sieht eher aus, wenn es bergab geht. Ich weiß es nicht. Es ist interessant. Es schaut nicht so aus, wenn es bergauf geht. So. Da. Geht es jetzt runter auf 60 km/h. Man sieht auch schon, die elektrische Bremse hat jetzt automatisch gebremst, weil ich einfach mit dem Tempomaten da runtergeschaltet habe. So, aber es muss jetzt wieder hochkommen. Okay, Signal weg grün. Das hat mich nicht gecheckt. In 30 Kilometern haben wir nächsten Bahnhof, wo wir stehen bleiben müssen. Das ist dann St. Anton. Jetzt ist es auf einem anderen Bahnhof. Ich müsste glaube ich auch nicht so viel hupen. Drum war das jetzt mit Zugbeeinflussung. Das war die PZB, da habe ich die Taste aktiviert, falls das Signal nicht grün wäre. Aber es war eh grün, dementsprechend war das Ganze umsonst. Und da vorne haben wir dann ein grünes Hauptziel. So. Da fährt der Wildjet. Wobei, weiter kommt ja egal. Aber gut, das ist eh grün. Schauen wir mal. So sieht es da innen aus. Nächster Halt, Wien Hauptbahnhof, das stimmt nicht ganz.
Und hoppala. Nein, das ist aus Fernsichtsfolge. Nein. Muss ich dann schauen, welcher Ansicht das war. Ja, vielleicht ist 4 eh die einzige Außenansicht und 2, 3. Also 2, 3 und 4. Das ist ja richtig blöd. Das ist eine Kurve. Wenn der rechten Rand ein Signal wäre, würdest du es gar nicht sehen. Ist aber keines. Hoppala. Das war nicht so schön. So, ich erkläre gleich, was passiert ist. Eine Zwangsbremsung. So. Aber wir müssen nicht losfahren. Der rollt mir schon zurück. Das gefällt mir nicht. Das ist dumm. Ich habe eine Zwangsbremsung bekommen, weil ich die SIFA nicht betätigt habe und draußen haben sie es nicht mitbekommen. Das Ganze schon quittiert und musste deshalb auch den Ganghebel runtergeben. Das Dumme ist nur, wenn ich jetzt hier die Bremse löse, rollen wir zurück. Wir möchten nach vorne fahren. Probieren wir es einfach mal aus. Nein, das funktioniert nicht. Scheiße. Scheiße. Wie mache ich das denn jetzt? Ich stehe hier am Berg. Muss irgendwie raufkommen. Scheiße. Eieiei. Ich glaube, ich kann nicht Gas geben und dann einfach die Bremsen lösen. Ich glaube, das verweigert mir. Wobei, ich könnte es probieren. Ich habe das auf 75% gestellt. Natürlich gibt es nicht Gas. Also ich habe die Bremsen. Ja, wird schon mal langsamer. Nein, das funktioniert nicht. Scheiße. Ach, wie mache ich das denn jetzt? So, ich klicke mal die AFB, dann haben wir mehr Leistung. Theoretisch. So was ist mir auch noch nie passiert. Das ist jetzt ganz blöd. So, die elektrische Bremse natürlich schon mal lösen. Ach je. Ich weiß wirklich nicht, wie das losfahren soll. Geht so steil bergauf, wenn nur die Bremsen löst, fahre ich ja schon zurück.
klassischen Taubensound. Ich gebe auch gerade permanent Gas. Sanden, meine ich. Ich habe keinen Radschlupf, das würde ich sonst noch nicht bekommen. Das ist 100% Leistung bei der Steigung. Was haben wir denn für Steigung? Ja, viel. Kann natürlich nicht schneller sein. Ich will es nicht permanent sanden, weil war da eine Zugbremse dabei. Ein grünes Signal, hoffe ich mal. So, interessanter Zwischenfall, das war noch nicht passiert. Das komplett steil war und ich muss anfangen. Bremsen. Sehr scheinbar deaktiviert, jetzt mach irgendwas mit Shift V. Okay, wenn ich was anderes mit Zug mache, tut es anscheinend auch teilweise quittieren. So, aber auch als besseres Licht. Tonton eigentlich. Ja, gibt es auch so aufblenden Ding. Hoppala, sehe ich dann gar nichts mehr. Kilometer sind wir in St. Anton. 16:34 ist die vermeintliche Ankunftszeit. Es gibt jetzt aber keine vorgeschriebene. Jetzt kommen wir vorhin nach Hintergasse. Geschlossen. Geschlossener Bahnhof, so es ausschaut. Sind wir so genug? Ja. Ich bin jetzt ein bisschen vom Gas runtergegangen. Wenn wir da schon in den Bahnhof reinfahren. So, da kommen jetzt 60. Zug beeinflusst. Das Unterbremsen ist hier natürlich völlig umsonst, muss ich dazu sagen. Weil bei der Steigung
Also beim nächsten Mal vielleicht auch vom Gas runtergehen und danach. Mal schauen, ob eh nicht das Sanden aktiviert ist. Schön am Zug finde ich, so muss er lenken. Und man kann oft relativ konstant dahin fahren. Aber ich sehe, das ist natürlich schon ein bisschen ein Problem, weil ich kann da fast gar nicht in die Außenansicht so gehen. Wir haben schlichtweg auf die Siefer vergessen. Du hörst natürlich das akustische Signal auch nicht mehr. Also durch realistisches Team Zug sitzen, und wenn die draußen vorbeifahren, dann das Signal natürlich auch nicht. Und hier im Train Simulator ist natürlich dumm. Echt passiert das eh nicht, da sitzt man sowieso nur im Zug drin. Weil es Lokführer eben vorne in der Lok. Hat ein bisschen gedauert, bis der Roadrunner aktiv ist. Schauen wir mal, ob er dann anschlägt. Da dürfen wir wieder 70 fahren. Und einen Kilometer später wieder auf 60 abbremsen. Also dürfen sehr schlau. Ich freue mich schon drauf. So, da war jetzt eben das Signal. Ich glaube, es war grün. Ja. Also ein bisschen zeitlich verzögert. Da vorne kommt schon wieder ein dementsprechendes Signal. Das ist auf 60 runter müssen. So, ich gehe jetzt mal der Leistung runter. Gehe jetzt wieder hoch. Für das 60 fahren. Tempomat ist auf 60 gestellt. Fein, fein. Das würde mal zur 60-70 Schicht, würde ich sagen. Ja. Wir sind mit der 60er auf der Baustelle. Wo man dann nicht mehr hackeln muss, also nicht mehr arbeiten. Es wäre schön, aber es ist halt so. Und das Signal, nein, aber ein Bahnhof kommt. Und meine Maus blinkt, die hat nicht mehr genug, die hat nicht mehr so viel Akku. Aber da fahren wir zum Güterzug später. Puh, habe ich Glück gehabt. Er hat sich schon gemeldet, Siefer. Ne? Ein paar Sekunden später wird es losgegangen mit der Zwangsbremsung. Eine schöne Geschichte. Fahren wir wieder an mit 70. Also ein bisschen cleaner drücken, wie so dumm, dumm. Zusammen mit Taste E ist es, da wird einfach die Hebel so nach unten gedrückt. In echt. Jay soll jetzt einfach zusammen mit Taste E drücken. Das ist der Roadrunner. Und genau unten drückt muss eben auch, wenn man das Ganze verriegelt ist, hat das Unternehmen. Los. Ja, blöd erklärt. Vergesst es einfach. Jetzt beschleunigen wir auf 70 km/h. Da brauchen wir die Leistung. 90%. Ich will jetzt irgendwie nicht auf 100 gehen. Ich fahre die ganze Zeit mit Pferd nicht. Geil. Den Bahnhof werden sie auch was doch tun. Kommt der Railjet mit Fernlicht daher. So, ich drücke mal kurz Escape. Hat zwei Gründe. Erstens muss ich schauen, wie spät das ist. Halt neun. Au. Oh. Das erklärt so einiges. Ich habe Boink nicht pausiert. Nachdem ich jetzt
welchen eingesteckt habe, hat das im Hintergrund Rechenleistung benutzt. So ein Programm, das eben Rechenleistung nutzt, für wissenschaftliche Projekte zum Berechnen, wenn der Laptop angesteckt ist. Makrobetrieb eh nicht, das habe ich eingestellt. Ich habe das vergessen zum Deaktivieren. Dementsprechend wird jetzt vor allem weniger CPU genutzt. Das könnte jetzt definitiv positive Auswirkungen auf die Spielperformance haben. Schauen wir mal. Eieiei, was wird denn da wieder für einen Scheiß gemacht? Typisch Pucki. Typisch David. Seid es zumindest mein Spitzname. Ich hoffe, man versteht mich deutlich. Ich hoffe es. 90% Leistung habe ich jetzt eingestellt. 70 km/h, relativ konstant. Wir haben gerade sogar kurz an Leistung verloren, aber tut natürlich nicht gerade 90% beschleunigen. Der gerade irgendein Licht vorhin aktiviert gehabt hat. Oh, war das, ja, da war jetzt ein Signal. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Scheiß übersehen. Aber wenn es grün wäre, dann hätte ich eben schon eine Zwangspause bekommen, weil ich jetzt nicht quittiert habe. Zumindest wenn es ein Vorsignal war. Bei einem Hauptsignal ist das nicht nötig. Hätte ich dann einfach im Train Simulator die Warnung bekommen, ich wäre jetzt zu schnell oder so. So, wir haben auch ein grünes Signal da vorne. So, da vorne kommen wir nach Wald irgendwas. Wir müssen nach St. Anton und haben noch 18 Kilometer. 70 km/h dauert das ein wenig, aber auf der Strecke kann man halt nicht schneller fahren. Arlberg rauf und runter. Der ist dann auch eher rauf als runter. Wald am Arlberg, geschlossen. Haben die ganzen Bahnhöfe dicht gemacht. Oder steht das nur da, weil wir da nicht hinfahren müssen? Das würde mich interessieren. Ach, komm nicht in die Kurven rein. Dass es quietscht. Boah. Da hat es gerade den Zug bewegt. Aber es lag, glaube ich, nicht an der Performance. Ich glaube, das ist so gewollt. Von der Kurve her. Wumm. Klar, 80% Leistung und du fährst da durch. So, ich schalte jetzt schon mal auf 65% runter. 70. Da hinten kommt nochmal 60. Das dauert noch ein wenig, aber es kommt nochmal. Wir haben zumindest ein grünes Signal. Ich glaube, da hinten ist der Voranzeiger. Genau. Jetzt gehe ich einfach mit der Leistung auf 0. Oder auf 10 runter. Nein, ich gehe auf 0. Oh, das ist zu wenig. Also Tempomaten auch noch einnehmen. Das mal bremsen. Kommst du das elektrisch? Ja, kurzfristig habe ich es natürlich noch zu hohes Tempo gehabt. Ja, es ist nicht mehr so steil. Jetzt muss ich auch schon bremsen. Das ist ja ein bisschen mehr. Beinahe sind die unten. Ach so, das ist, sind die Lichter vom Tunnel, die so reinleuchten. Als equitiert, ja. So, so sieht es da drinnen aus. Die Zielanzeige stimmt natürlich nicht. Ich habe ganz brav die SIFA quittiert. Ich halte das Licht wieder Stufe zurück. Das ist quasi auch wieder noch so eine Art Fernlicht, aber irgendwie auch nicht ganz so stark. Wobei ich kann eigentlich auf Abblendlicht schalten.
So, da kommt wieder was. Gebt dort das 70, wir haben ein grünes Signal. Probier nochmal den Vote Runner. Das ist dieses akustische Signal, dieses Düt Düt, wenn der ganze Zug vorbei ist, ob das funktioniert. Es sollte funktionieren. Ich stehe jetzt vielleicht nicht auf Punkt und Komma. Kann ein bisschen zu spät sein, kann ich mir gut vorstellen. Schauen wir mal. Man sieht hier unten, wenn der ganze Zug vorbei ist. Schauen wir mal, ob man das Signal vom Weltchat auch hört. Ja. Hat es kurz gehört. Düt, düt. Miep, miep. Oder wie man auch immer das sagen will. Der Tunnel ist ein bisschen deformiert. Das ist ein kurzer Lag. Grünes Subsignal. Einmal das Licht wieder auf Fernlicht anschalten. Die Leistung raufschalten. Ich frage mich gerade, ob das bei 85 passt. Ich glaube, das ist ja so, dass ja, es gibt 45, 70 und 85 oder so. Ja, 85 sollte das meiste sein. Das ist dann für so Personenzüge, dass sie da wirklich schnell fahren dürfen. Es gibt andere Modi, wo sie dann langsamer fahren müssen oder so. Ja. So, und jetzt mache ich einen kurzen Cut, weil ich muss aufs Klo. Bis gleich. So, habe jetzt eine kurze Pause gemacht. Klopause. Und es geht weiter, würde ich sagen. Sprechen wir schnell Fortschritt. Und gleich meldet sich wieder die SIFA. So, da vorne haben wir Vorsignal. Zweimal grün, das ist schön. Nebenbei ein bisschen Wasser trinken kann, auch nicht schaden. Hat es gerade ausgeschaut, wie wenn er mit der Leistung zurückgegangen wäre, weil ich die SIFA noch nicht quittiert hatte, wo die gerade erst gekommen ist. Nein, okay, ne, da geht nämlich mal ein bisschen zurück und wieder nach vor. So, und da vorne dürfen wir dann 100 fahren. Das wird erst schön. Natürlich erst, wenn der ganze Zug vorbei ist. Das ist jetzt hier. Der lange Tunnel ist dann auch gleich vorbei. Ah, da kannst du aufblenden. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze St. Anton am Arlberg. Ladies and gentlemen, we'll be shortly arriving in St. Anton am Arlberg. Mit maximaler Kraft beschleunigen wir hier auf 100 km/h. So, jetzt sind wir sogar mit der Geschwindigkeit der Tempomat ein bisschen drüber gegangen. Klar, mit der Steigung und so. Das manchmal, ist das auch nicht immer perfekt. Ich finde es interessant. Hat volle Leistung gegeben und die volle Leistung war hier etwas zu viel. So, auf 90% reduziert. 85%. Man merkt schon, ich fahre jetzt schneller. Man hört es auch an den Geräuschen. Okay, das Geräusch von der Hupe hört sich jetzt nicht anders an wie im Tunnel. Sieht man natürlich im Trainswallet, denn echt würde das wahrscheinlich richtig hallen. Oh, und in knapp 10 Kilometer sind wir in St. Anton. Ja. Dann würde ich uns mal mit schönen 100 km/h weiterfahren. Und so lang. Das ist ja nicht abbremsen. So, und da kommt ein Zug ohne Licht entgegen. Fast ohne Licht. Railjet. Das kann aber auch an der Grafikeinstellung bei mir liegen, an meiner Hardware.
dass wir den jetzt so schlecht gesehen haben. Vielleicht auch daran, weil bei mir das Licht relativ hell ist. So schaut es übrigens ohne Licht drinnen aus, ohne Kabinenlicht. Somit. So, grünes Hauptsignal. Ah, okay, das war jetzt meine Maus, die geblinkt hat. Nicht mehr so viel Akku, aber ich vorhin nachgeschaut. Das hat 45% gehabt. Ah, die lade ich einfach später mal auf. Kilometer habe ich nur. Die ersten 7 Kilometer. Also mit der Abbremse kriege ich schon hin. Das Problem ist, ich kann das schwer einschätzen, wann ich abbremsen muss in etwa. Weil ich glaube, ja, immer so ein Tempomat. Mit Tempomat ist es blöd. Einfach vom Gas runtergehen und mal bremsen. Komplett mit der elektrischen Bremse, die nutzen wir einfach komplett auf voller Power und dann noch pneumatisch, so viel ich benötige. So, ich wollte jetzt eigentlich nicht mit dem Gas aufgehen, aber habe es endlich getan. Knapp 7 Kilometer haben wir noch. Wenig dauert es also. 6,5 Kilometer. Kilometer. Ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen knapp mit Bremsen. So, da vorne haben wir wieder ein Signal. Sekunde ist Hauptsignal. Was soll ich hier entscheiden? Wahrscheinlich rennen. Nicht, will ich den schon ausschalten. Weil wir sind jetzt drinnen, aber ist egal. Wenn ich den hier wieder rauskomme vom Tunnel. Ah, da vorne hört dann mal die Steigung auf und es geht sogar bergab. Oh, oh, oh. Sollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ja. Da kann ich dann mit der Leistung runtergehen. Vier Kilometer noch. Ich schalte jetzt die Leistung runter auf 40%. Prozent. Okay, da werde ich jetzt schon langsamer, 30. Dreieinhalb Kilometer habe ich noch. So, da vorne kommt wieder ein Signal. Das wäre mal grün. Vielleicht schaut das irgendwie anders aus. Wenn man sich das nicht dann 80 km gut. Wahrscheinlich eh nicht, aber hat sich irgendwie so ausgeschaut, dass es anders aus, anders ausgeschaut irgendwie. Das Vorsignal. Nein. Da habe ich mich getäuscht. Als umsonst. Weil jetzt geht sie bergab. Und da unten haben wir dann schon einen Bahnhof. So. Ich habe jetzt die AFB ausgeschaltet. Das ist zur Folge hat, dass ich manuell bremsen muss.
Gott. Das ist unser Vorsignal. Zug beeinflusst. Hätte jetzt nicht so abbremsen müssen. Aber wir haben es kurz nicht sicher. Da haben wir doch kein rotes Signal. Türen öffnen nicht. Ein sehr interessantes Phänomen. Und vor allem ein blödes. Das heißt, wir werden jetzt auch den Grund haben, dass ich rückwärts fahren müsste. Das mache ich jetzt auch. Also ich muss die Abbremse auch lösen. Der Bahnsteig ist ja viel zu klein. Okay. Bis auf die erste Tür öffnen, Alter. Scheint generell so ein Phänomen zu sein, wenn der Zug nicht ganz drauf ist. So, erster Waggon öffnet nicht oder so. So. Die Kameraansichten funktionieren nicht ganz. Szenario-Folge abgeschlossen. Achso, bin schon fertig. Ja, zweimal Geschwindigkeitsübertretung, einmal Radschlupf bei der Zwangsbremsung. Das war ein bisschen eine komische Fahrt, muss ich jetzt sagen. Vor allem, wenn ich am Schluss das rückwärts fahren. Das kann ich mir davon mitnehmen. Nicht ganz hektisch bremsen. Außer am, ja, am Bahnsteig muss ich schon ein bisschen bremsen. Und vor allem die Siefer beachten. Und jetzt weiß ich auch, wie man beim Bergauffahren wegfährt. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ja, doch eigentlich noch nie machen müssen, ne? Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielleicht lernt ihr jetzt auch ein bisschen was dazu, zumindest was das Bergauffahren betrifft. Und alle, die schon Transmalector spielen. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder... Ja, je nachdem, wann euch das Ganze anschaut. Wünsche euch noch was. Einen schönen Tag. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert mich doch und schreibt in die Kommentare, falls euch das Video gefallen hat, falls euch das nicht gepasst hat, irgendwelche Verbesserungsvorschläge, was weiß ich, gebt mir einfach ein bisschen Feedback.
Und sehe auch, dass sie das sich jetzt wieder angeschaut haben. Gebt mir ein bisschen Feedback über die Kommentare. Es hilft mir sicher weiter. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Kritik habt, etc. Gebt einen Like da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert mich. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Taffit Gamer.